und herzlich willkommen. Heute erzählen wir euch was über die Babymeerschweinchen und ihre zukünftigen Namen vielleicht und wie wir die unterscheiden können. Nummer 1, also das wird vielleicht Cookie heißen. Wir können es daran unterscheiden von den anderen, dass es sehr viel Braun hat. Also es ist am braunsten von allen und es hat da oben so eine Schüssel, so eine kleine. Also hier sind jetzt Nummer 2 und 3. Das sind die zwei, die sich am ähnlichsten sehen, also fast Zwillinge. Und zwar, die haben hier vorne beide so eine Blässe, die sehr gleich ist. Und die können wir unterscheiden, dass sie oben auf dem Rücken ein bisschen anderes Muster haben. Und und ja, dass der eine mehr Braun hat. Also der eine hat hier das Braun und der andere auf der anderen Seite und weniger. Also die versuchen jetzt abzuhauen. Wir tun die jetzt auch wieder zurück zu ihrer Mutter. Also bei denen, die Namen, die wissen wir noch nicht. Wenn ihr ihren Namen wisst, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Also ja. Jetzt kommen wir zum letzten Babymeerschweinchen, Nummer 4. Also wir können ihn oder sie daran unterscheiden, dass das Meerschweinchen hier so ein bisschen, also braun ist. Auf der Blässe, das hat nämlich kein anderes hier. Und sehr viel schwarz hat und wenig weiß und beige. Und hier hat es noch ein bisschen. Es hat hier auch so eine kleine Schüssel. Tschüss, das war's auch wieder mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen.